Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von mir von der Strickrisi heute. An diesem furchtbar schlechten Samstag. Ich habe gedacht, bevor jetzt die große Hitze kommen soll nächste Woche, nehme ich nochmal auf, weil dann können Sie jetzt an dem verregneten Sonntagmorgen und eventuell die Augsburger, die ja am Montag einen Brückentag haben, weil wir haben ja am Dienstag wieder unseren super Sonderfeiertag, Augsburger Friedensfest, die können dann noch an den verregneten Tagen dieses Video angucken und danach ist Sommer. Also ich sag's euch, wenn danach nicht Sommer ist, dann flippe ich aus, weil ich bin jetzt nämlich echt, mir reißt es langsam. Und ich habe jetzt Urlaub. Ich möchte jetzt bitte Sommer haben. Ich bleibe nämlich heute dieses Jahr zu Hause und dann möchte ich in meinem Garten hier full Sonnenschein. So schaut's aus. So, erstmal vielen, vielen Dank für eure mega, mega süßen Kommentare letztes Mal zu meinem Gewinnspiel. Also ihr habt ja wieder rausgehauen. Das geht runter wie Öl. Also vielen Dank, ihr habt mich wirklich wahnsinnig gefreut über jeden Kommentar, da waren ja so liebe Sachen dabei. Und Leute, ganz ehrlich, das mit dem Geschenken, das war ein Witz. Also ihr müsst mir ja nicht schenken, um Gottes Willen, bitte nicht. Also das war ein Spaß, manche haben sich gleich entschuldigt. Also nee, wirklich nicht. Also das war wirklich nur Spaß, bitte. So, und wegen, apropos Gewinnspiel, die Gewinnerin hat sich noch nicht gemeldet. Das ist auch unter anderem einer der Gründe, warum ich heute auch ein Video aufnehme. Gewonnen hat die Käthe Kiese. Sie hat sich bisher nicht gemeldet. Bitte, liebe Käthe, melde dich. Du hast den Melonenstrang gewonnen. Ich weiß nicht, vielleicht ist sie ja auch im Urlaub. Kann ja auch sein. Oder vielleicht kennt sie jemand, der ihr Bescheid sagen kann, dass sie die Gewinnerin des Strangs ist. Also ich weiß leider nicht. Über Instagram kann ich keinen Kontakt aufnehmen, weil ich es nicht kenne. Ich kann leider nur über die Kommentarfunktion Kontakt aufnehmen, weil so Direct Message gibt es in YouTube nicht. Oder vielleicht gibt es ja, vielleicht habe ich es noch nicht gefunden. Also ich habe es noch nicht gefunden. Aber Käthe, bitte melde dich, du hast den Strang gewonnen. Eine E-Mail bitte an strickrisi24@gmail.com und dann kann ich dir den zuschicken. So, also das war das Gewinnspiel. Nochmal vielen, vielen Dank für die süßen Kommentare. Es waren mega viele Kommentare. Alles mit in den Lostopf kommen, aber vielleicht, ich habe nur einen Strang, also gewinnen kann nur einer. Aber es klappt vielleicht beim nächsten Mal. Es gibt bestimmt mal wieder eins. So, das war Nummer 1. Outfit, heute habe ich meinen Poet an. Oh, also heute ist ja für Strickware ist heute sehr angenehme Temperatur, aber sonst nicht. Für Sommer ist es keine angenehme Temperatur bei, keine Ahnung, was hat es denn, 17 Grad? Also, oh Mann. So, aber ich, nichtsdestotrotz, ich bin ja im Sommer-T-Shirt Strickfieber. Habe ich euch beim letzten Mal schon gesagt. Und zwar habe ich fertig den Seashore Stroll. Der ist super schnell fertig geworden. Viele haben ihn bestimmt schon auch gesehen auf Instagram. Ich habe, glaube ich, 3 Wochen gebraucht. Also der hat so viel Spaß gemacht und der ist so geil geworden. Also ich kann wirklich kein anderes Wort sagen, aber er ist wirklich so geil geworden. Der ist richtig cool geworden. Schaut's mal. Ich habe ja gesagt, ich habe ja oben diese Passe in diesem Braun geschickt. Das ist die Jacksock von Creatina Blum in diesem Braun. Und damit der eben nicht so ganz so braun wird, weil ich mir dann gedacht habe, naja, also für den Sommer ist das ein bisschen dunkel, habe ich ja jetzt diese rosa Streifen. Das ist dieses Seidengarn von Artyan. Ich zeige euch das nachher nochmal in einer anderen Farbe, weil ich das gerade wieder verwende. Und das habe ich hier mit eingekringelt. Und es gibt diesem ganzen Pullover so einen edlen Touch. Ich sag's euch, also das ist hier unten, das ist so richtig edel. Weil das auch so ein bisschen glitzert, das hat ein Glitzer mit drin. Und das ist ja so mit Seide, Kaschmir, irgendwas. Also das ist super, super High-Quality-Garn. Aber ist auch wahnsinnig teuer, muss man auch sagen. Aber gerade für solche Projekte, ich habe jetzt da nur Reste übrig. Ich habe keine ganzen Stränge mehr. Das sind ja immer nur so 50 Gramm Stränge. Und da kann man das super einfließen lassen. Und ich finde, das veredelt wirklich jedes Strickstück. Ja, mich haben wieder Leute, also es haben ja wieder ganz viele Kommentare gegeben, dass ich so schnell rede. Leute, ich kann keine 2 Stunden Video aufnehmen. Wisst ihr, wie lange das braucht, das hoch zum Laden? Und das hört sich ja keiner an. Also ich höre mir keine 2 Stunden Strick-Podcast an. Ich weiß, dass das viele machen, viele mögen das auch, die können sich da berieseln lassen. Aber die Zeit habe ich nicht, dass ich mir da 2 Stunden hinsetze und rede. Und ich bin kein Langsamreder. Das wäre unnatürlich für mich, wenn ich langsam rede. Also drum, ihr könnt mich auch langsamer stellen. Das geht bei YouTube, da sind unten so, ich glaube, es sind 3 Punkte. Und da könnt ihr jedes Video schneller oder langsamer stellen. Also dann rede ich so ganz langsam. Und dann könnt ihr das auf 2 Stunden dehnen, wenn euch das zu schnell ist. Aber ich selber, ich kann es nicht. Ich kann mir hier 5000 Schilder hinmachen, langsamer reden,
das funktioniert nicht. Das hat als Kind schon nicht funktioniert. Ich glaube, meine Eltern haben eine sehr geringe Aufmerksamkeitsspanne gehabt. Also ich musste immer schnell mein Thema anbringen, weil sonst waren die mit dem Kopf schon wieder woanders oder sind weggelaufen. Also das ist, ja, das ist so. Darum muss ich so schnell reden. Aber man gewöhnt sich dran. Also ich habe mich schon dran gewöhnt, an mein schnelles Reden. Es gibt tatsächlich auch Leute, die reden noch schneller. Ja, also habe ich auch schon festgestellt. Ich war im Theater und da hat der Hauptdarsteller in dem Musical, der hat mal schnell geredet und das vor einem Publikum. Also das war wirklich so schnell, dass man teilweise gar nichts mehr verstanden hat. Ja, also da bin ich langsam dagegen. Also bitte. So, wo war jetzt? Ja, beim Musicalstuhl. Genau, also das habe ich da eben mit eingekringelt und ich finde, es gibt halt so einen richtigen Pep bei dem Pulli und er schaut dadurch richtig edel aus. Ich habe übrigens beim letzten Mal auch einen Schmarrn verzählt, die Anleitung gibt es auch auf Deutsch. Also die ist auf Deutsch und auf Englisch. Ich persönlich habe ziemlich schnell auf die Englische umgeschalten, weil ich mir einfach leichter tue. Also das, ich sage das ganz oft wieder. Ich habe jetzt auch nochmal andere Anleitungen, die es auf Deutsch gibt. Ich nehme eigentlich immer die Englische her, weil es mir einfach leichter fällt. Aber wenn ihr sagt, nee, das geht gar nicht, dann nehmt euch die deutsche Anleitung her und dann könnt ihr danach stricken. Also das ist ja kein Ding. Wobei ich immer sage, raus aus der Komfortzone. Mir hat auch eine Zuschauerin geschrieben, sie schafft es nicht mit irgendwie Pullover zu stricken oder so. Oder das ist ihr zu aufwendig. Also ihr müsst euch halt mal durchbeißen. Also das ist halt... Alles ist schwer, bevor es leicht wird. Ja, das ist, ich weiß, das ist so ein blöder Spruch, aber das ist halt leider so. Also das ist, man muss alles üben. Also das klappt nie auf Anhieb. Also auch die, die das gut können, ich zähle mir jetzt auch dazu. Ich habe auch Schwierigkeiten mit manchen Anleitungen, aber mittlerweile schaffe ich das ganz gut. Aber man muss sich halt durchbeißen. Also wenn man natürlich sagt, ich will nur Spaßstricken machen, dann bleibt man halt bei glatt rechts oder irgendwann hängen und kann halt nur Tücher oder vielleicht Socken stricken. Also wenn ihr Pullover stricken wollt, dann beißt euch mal durch die Anleitung durch und je mehr Anleitungen man stickt, desto leichter wird es auch. Ich will es auch mal nicht wahrhaben, aber es ist wie bei der Musik. Man muss leider üben. Also ich denke auch mal, ich kann Klavier ohne Üben schaffen. Es geht leider nicht. Und als Erwachsener merkt man dann doch, dass man Erfolg hat und genauso ist es beim Stricken auch. Also ihr müsst halt schauen oder wenn ihr was Neues lernen wollt, wenn ihr Häkeln lernen wollt, dann müsst ihr euch auch schon mit anfreunden und plötzlich kann man es halt, gell? Also nur so viel zum Thema. Und ich habe schon gesagt, das ist eine sehr, sehr einfache Anleitung, die viel hermacht. Also hier oben hat man ja überschnittenen Ärmel, sage ich jetzt mal. Mit dieser Rechts-Links-Passe, die wirklich ganz einfach ist, weil das nur ein Rechts-Links-Muster sind, die aneinander gereiht werden eigentlich. Mit ein paar Zumitnahmen nur mit drin und dann hat man das schon. Und wenn ihr natürlich ein helleres Garn nehmt oder irgendwas, von mir sowas Peppiges, dann sieht man natürlich das Muster besser. Das war jetzt natürlich bei meinem Braun, also ich sehe es. In der Nähe sieht man es, in der Kamera, glaube ich, sieht man es auch ein bisschen, aber man sieht es natürlich jetzt auf die Entfernung nicht so, wie wenn man ein helles Garn nimmt. Ja, also ich kann mir das so gut in einem Gelb oder so vorstellen, das schaut bestimmt auch toll aus. Und ich habe dann eben diese Streifen mit reingemacht, weil das Ganze einfach auflockert und das sehr edel ist. Und hier unten kommt nochmal so eine Musterfolge. Also das ist, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Das Top ist auch angegeben in tailliert oder gerad runter gestrickt. Also ich habe jetzt die taillierte Variante gestrickt, weil es eh schon recht weit war. Dann habe ich mir gedacht, nö, stricke ein bisschen tailliert, dann würden halt ein paar Maschen abgenommen. Und hier unten könnt ihr, ich weiß nicht, sind es 2 oder 3 Sachen, die angegeben sind. Also einmal dieses Musterteil nochmal. Ich glaube, ich habe aber auch eine Wiederholung weniger gestrickt, sonst wäre mal zu lang geworden. Oder ich glaube... zu rechts, zu links Bündchen und ein Rollbündchen. Also da kann man ja machen, was man will. Also das, da ist man ja offen, wenn man sagt, ich möchte das anders haben. Ich habe mich jetzt nochmal für das Muster entschieden und das schaut echt ganz schön aus. Und das fällt dann auch sehr schön, muss ich sagen. Elastisch abgekettet, wieder mit meinem Umschlag. Das hat diesmal schaut es echt schön aus. Hat diesmal gut funktioniert. Und schon ist man fertig. Also falls ihr morgen und am Montag nur schlecht Wetter habt, Vorschlag, stickt's mal nur schnell dieses Top. Also ich war wirklich schnell. Also 3 Wochen ist für mich wirklich schnell, weil ich ja so ein Liegenlasser bin. Ich lasse ja mal alles liegen. Und der hat aber echt so Spaß gemacht, dass ich den gleich fertig gemacht habe. Und ich trage ihn auch gerne. Ich habe ihn schon ein paar Mal angehabt. Perfekt. Also der Seashore, ich kann das gar nicht aussprechen, Seashore Straw Sweater von Jennifer Shields Toland. Ich glaube, JS
JST Knit Design ist, glaube ich, ihr Label. Ich schreibe es aber hin. Also ihr seht das immer hier unten. Ich schreibe das immer hin, was das für eine Anleitung ist. Ja. Und dann wollte ich ja, also weil ich ja hier so im Flow bin, ich möchte noch ein paar Sommertops stricken. Ein paar. Obwohl ich jetzt nicht mehr so viel Hoffnung auf Sommer habe, aber vielleicht reicht es ja nun. Ich wollte ja unbedingt dieses Garn anstricken von Lizzie's Handmade. Das habe ich euch beim letzten Mal auch gezeigt. Das ist dieses Baumwollgarn, das ich in Kassel gekauft habe. Oder dieses 50% Baumwollgarn. Ich wollte da einen Sommer-Sorrel draus stricken. Einige haben es mitgekriegt auf Instagram. Dieser Versuch ist gescheitert. Wobei ich mittlerweile glaube, ich hätte es nicht auftrennen sollen, aber ich erzähle euch gleich warum. Also ich habe das angefangen. Das Problem war, dass dieses Garn ist sehr unruhig. Und man sieht vom Sorrel diese, ja, da wurden ja so Büschelchen, so Büschelstreifen werden da geschickt. Und die hat man nicht gesehen. Also das war, das Garn hat das Muster wirklich aufgefressen. Und ich habe da eine Umfrage gemacht auf Instagram, ob ich ihn auftrennen soll. Und die meisten waren tatsächlich für Auftrennen. Und habe dann auch gefragt, ob jemand eine Alternative weiß für dieses Garn. Da kamen dann ganz viele Vorschläge. Ich muss sagen, klar, da waren jetzt viele Sachen, ganz einfache Sachen dabei, glatt rechts, aber da hatte ich jetzt nicht so Bock drauf. Also irgendwas wollte ich, ich habe da jetzt wirklich einige Nächte drüber geschlafen. Ich wollte nicht nur ein glatt rechts Top draus stricken. Also auch wenn das Ding sehr unruhig ist, aber ich wollte irgendwas mit drin haben. Also ich brauche immer ein bisschen eine Herausforderung. Es kam ja auch der Dingley Dell als Vorschlag und ich weiß gar nicht, was noch alles. Also das war mir jetzt in dem Fall einfach zu öde. Also ich habe jetzt einfach keine Lust gehabt, glatt recht zu stricken. Und jetzt, ich suche jetzt seit 2 Tagen, habe ich jetzt Anleitungen durchforstet. Und ich habe jetzt tatsächlich mir eine Anleitung ausgesucht, wieder von der Christine Joelle. Von Joelle Handmade for Friends. Und das habe ich jetzt angefangen, weil ich habe mal gedacht, ich möchte dieses Garn, weil es ja gar so wild ist, ein bisschen abschwächen mit einer anderen Farbe. Also erst habe ich mir gedacht mit Schwarz, aber das ist dann zu krass. Und jetzt habe ich halt so durchgeschaut und habe mir jetzt hier die Anleitung von dem Shirt Kamada rausgesucht. Das ist ein Top, auch mit so überschnittenen Armen und jetzt hier in dem Fall mit 3 Farben, also mit dem Grün, dem Lila und diesem Aprikot oder diesem Orange, je nachdem wie man sieht, mit diesen Streifen dazwischen. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich mache das zweifarbig und streife was Dunkleres dazwischen. Also einfach um dieses bunte Garn ein bisschen abzumildern, weil wenn ich das jetzt wirklich nur in diesem Garn stecke, ich glaube, da kriege ich Augenkrebs bei dem Neon. So, und das habe ich gestern angefangen. Darum ist da noch nicht viel. Aber ihr seht, ich habe da so ein ganz dunkles Aubergine genommen für diese Streifen. Und das ist eben auch dieses Artyarn. Also das ist genau dieses Seiden... ich habe das hier sogar. Also wen das interessiert und wer sich das leisten möchte, ich habe das Ganze geschenkt gekriegt. Artyarns Ensemble Light. Das ist dieses Garn. Es ist wirklich ein Bombengarn. Ich habe tatsächlich aus dieser Farbe auch schon mal einen Teststrick gemacht für die Christine. Da habe ich aber nur einen Teil gebraucht und das ist jetzt nur übrig. Und ich hoffe, das reicht mir jetzt für diese Streifen. Das ist Seide und Kaschmir. Ist das. Und das sind ja immer nur 80 Gramm. Also 80 Gramm sind es. Ah, tatsächlich. Nee, das ist die Lauflänge. Wie viel ist denn das hier? Ach, keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist das ein kleinerer Strang als normal. Und aber so für Zwischending finde ich, eignet sich das super. Und das habe ich jetzt, da werde ich jetzt die Streifen draus machen. Ihr seht, das ganze Top wird erstmal offen gestrickt, weil diese Ärmel praktisch, also das ist jetzt das Rückenteil. Und man strickt das Rückenteil und einen Teil vom Vorderteil, dann wird das zusammengenommen und ich glaube, dann geht es, glaube ich, in Runden weiter, bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall funktioniert es so, weil diese Ärmel hier gleich mit drangenommen werden. Und ich werde dann eben die Bündchen. Also hier oben das Bündchen und die Ärmelbündchen werde ich auch in diesem Dunklen stricken. Und ich habe mir gedacht, damit es wieder ein bisschen einen edleren Touch kriegt, ich habe noch ein bisschen was von diesem gleichen Garn. Da gibt es immer dieses Paillettengarn mit dazu. Da sind so kleine Pailletten mit drauf und so Perlen. Und das werde ich vorne an der Vorderseite, werden ein paar Streifen mit Perlen sein. Also das, glaube ich, schaut ganz cool aus. Und dann habe ich das auch weg, weil das möchte ich jetzt auch nicht wegtun. Also das... ist ja, glaube ich, noch, das mit den Perlen ist noch teurer. Und dann habe ich das auch gleich aufgebraucht und so stelle ich mir das vor. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Lösung für das Garn. Also das gefällt mir jetzt wirklich ganz gut.
Ich habe mir nur überlegt, eine dritte Farbe mit reinzunehmen. Habe das dann gestern intensiv mit meinem Mann besprochen und der hat dann gemeint, nee, lass doch, du hast doch jetzt hier schon so viele Farben drin, nimm bloß zwei Farben. Dann haben wir gedacht, ja, stimmt, eigentlich schon, gell? Ich glaube, das wird ganz cool. Ja, also das gefällt mir jetzt ganz gut. Das werde ich jetzt auch so weiter stricken. Und von dem habe ich ja drei Stränge. Ich glaube, das werde ich nicht ganz brauchen. Ich hoffe nur, dass mir das mit den Streifen langt. Aber ich glaube schon, weil der wird ja immer nur... Also das sind ja nicht viel, also diesen Zwischenstreifen sind ja, da braucht man nicht so viel Garn. Ja, da bin ich jetzt gespannt. Also mal gucken. Ich habe gerade, ich glaube, nee, zwei Tops habe ich angeschlagen. Ich bin kurz vorm dritten. Weil es mir gerade echt Spaß macht, diese Sommerteile zu stricken. Und ich habe da jetzt auch irgendwie gerade einen Lauf. Also ich weiß auch nicht. Momentan läuft's. Also, das ist wirklich eine tolle Anleitung, dieses Shirt Kamara. Da kann man sich ziemlich austoben, auch mit Farben, was man gerne möchte. Wen das interessiert, die ist auch relativ neu. Ich glaube, die ist von letztem Jahr, die Anleitung. Die habe ich schon öfter mal gesehen. Und jetzt habe ich mir endlich gedacht, ja, jetzt mache ich das. Also ich glaube, das ist eine gute Lösung. So. Und dann habe ich... Genau, also dieser Sorrel, der ist mir ja dann nicht aus dem Kopf gegangen. Dann habe ich mir gedacht, ja, so ein Mist. Also ich hätte den wirklich gern aus diesem Garn gesteckt. Wirklich, wirklich. Ich muss euch jetzt sagen, ich habe den jetzt aus einem anderen Garn gesteckt. Das zeige ich euch gleich. Und es ist immer so, dass man am Anfang dieses Muster nicht sieht. Also ich glaube, wenn ich das weiter gestrickt hätte, hätte man es auch gesehen. Also ich glaube es fast. Vielleicht, mal gucken, wie viel ich von dem Garn verbrauche. Vielleicht starte ich noch einen Versuch 2. Also mal schauen. Aber egal, ich habe es auftrennt gehabt und jetzt habe ich den Sorrel nochmal angefangen und zwar in einem Killer Orange. So, also den ich kann euch das jetzt nicht so auseinanderziehen, weil ich so zu kurze Nadeln habe. Ich bin gerade ein bisschen out of Nadeln, weil ich sämtliche Nadeln in Projekten drin stecken habe. Also das ist die Passe vom Sommer Sorrel. Da gibt es, glaube ich, drei verschiedene Anleitungen. Es gibt den normalen Sorrel, das ist die Winter, dann den Sommer und es gibt dann nur diesen Spring Sorrel. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, wie die sich unterscheiden. Ich glaube, das erstens mal, glaube ich, von der Länge her und ein bisschen von der Passe her, kann ich euch aber jetzt nicht genau sagen. Ich habe jetzt einfach die Sommeranleitung genommen, weil man dachte, ich stricke ja Sommertop, wieso nicht? Und das funktioniert so. Also der Sorrel, wer den nicht kennt, der schaut so aus. Ich habe heute fleißig vorbereitet, gell? Da sagt sie ja nichts mehr. Ich habe heute hier die Bilder mal ausgedruckt. Und genau, also der schaut so aus und wie ihr seht, das Ganze wird links gestrickt. Also man hat die linke Seite vorne, beziehungsweise ich glaube, man dreht es dann um. Also wenn man mit der Passe fertig ist, dann strickt man praktisch rechts rum und dreht das Ganze dann um, damit man nicht die ganze Zeit linke Maschen stricken muss. Also das finde ich immer ganz cool, das ist eine gute Idee. Und es ist eigentlich hier... Ist ja auch ein sehr unruhiges Garn eigentlich, ja. Also das ist ja auch, und man sieht das Muster trotzdem. Also das zieht sich dann ziemlich auseinander. Also man sieht hier oben, ist es ziemlich eng. Und je weiter runter man geht, desto besser sieht man das auch, weil sich das dann auseinanderzieht. Also manche haben mir das auch geschrieben. Ich habe es trotzdem auftrennt. Also irgendwie war das nicht, hat das nicht zusammenpasst. Aber ich bin jetzt auch so hier zufrieden mit diesem Orange. Und dieses Orange ist Teil von meinem Adventskalender gewesen, und zwar diese Mandarinen am Kaminfeuer von Strickel die Strackel die Struck. Und ihr wisst ja schon, ich habe manchmal oder oft mit Puppenhäcksle zusammen, wir nehmen den gleichen Adventskalender und tauschen dann die Stränge, damit man mehr hat. Und das ist jetzt hier ein Projekt, weil da habe ich hier nämlich schon mal zwei Stränge. Und sollte es nicht reichen, ich habe ein bisschen ein ähnliches Garn noch von Nines Wollkiste, von einem Sockenclub, wo ich die Socken nicht gestrickt habe. Und das ist ähnlich, also das könnte man einfäden. Also falls das nicht funktioniert, ich glaube aber, dass mir die zwei langen. Also so wie ich es jetzt sehe, schauen wir mal, aber es müsste knapp hinhauen. Aber notfalls könnte ich hier nur ein bisschen dieses einfäden und dann würde das auch passen. Und ich glaube, das schaut jetzt auch ganz cool aus. Also das finde ich ist auch eine gute Sommerfarbe. Auch wenn es aus dem Adventskalender ist, aber das weiß ja keiner, außer ihr. Also das sind die Mandarinen da am Kaminfeuer. Ich stelle mir die ganze Zeit zwei so Mandarinen vor, die vor dem Kaminfeuer sitzen. Ich weiß auch nicht. Bilder im Kopf. Und das wird jetzt eben der Sorrel. Da brauche ich jetzt nicht mehr ganz so viel von der Passe, bis die Ärmel kommen. Also da bin ich schon relativ weit. Ist auch also tolles Muster. Langt es mir fest, ich weiß nicht, ob es die Anleitung auf Deutsch gibt, aber ich glaube schon. Ich schreibe mir das immer nicht auf. Ich glaube schon. Bin mir aber nicht sicher. Schaut's nach. Also ihr seht es bei Ravelry immer, bevor ihr die Anleitung runterlädt, da steht immer dort in welchen Sprachen. Und wenn die nicht in der Sprache ist, die ihr könnt, dann braucht ihr es ja nicht kaufen. Aber ja, also Woolen Pine
von Woolen Pines, der ist bekannt. Also der ist ja schon, also den gibt es ja auch schon, glaube ich, ein paar Jahre. Und da gab es ja auch schon zig Knit-Alongs und was weiß ich was alles, also von diesem Sorrel. Jo, also das ist jetzt eben auch gerade in der Mache. Das ist jetzt mein zweites Sommertop. Ich hätte es halt gerne aus so einem Baumwollgarn gestickt, aber gut, das ist jetzt so. Ich wollte aber unbedingt jetzt diese Anleitung stricken. Also ich konnte es jetzt auch nicht bleiben lassen. Ich habe gedacht, nee. Ah, übrigens, das wird, da wird hier ein Eikord dran gestrickt. Also das ist ja auch, also das ist ein bisschen aufwendig, beziehungsweise es dauert halt. Also so wie man Eikord abkehrt dran macht, so macht man hier einen Eikord-Anschlag. Also das ist toll, das schaut dann schön aus. Man hat allerdings, hier ziehen sich die Maschen relativ groß. Das schreibt sie aber auch in der Anleitung, dass das okay ist. Also das fällt dann im Gesamtmuster, das ist wirklich so, das fällt gar nicht so sehr auf dann. Aber das ist halt so bei diesem Eikord-Anschlag, dass sich die Maschen so ziehen, das ist nicht so schlimm. Aber es macht wirklich eine schöne, oben eine schöne, einen schönen Abschluss. So, dann wisst ihr das jetzt auch. Genau, dann habe ich ein Tuch angefangen. Ich weiß, ich habe beim letzten Mal gesagt, dass ich gerade nicht so auf Tücher bin, aber die Tanja von Asta Zimmermann, die hat ein Shop-Update gehabt und sie hat Wolle gefärbt auf ihr, ich glaube, das ist eine neue Base, wie sie gesagt hat, eine 3-Ply. Superwash 400 Meter auf 100 Gramm, die ganz weich ist und die hat sie gefärbt in der Farbe Ibiza. Das ist der hier. Oder der, ich hab zwei Stränge gekauft und ich dachte mir ja jetzt nach Kassel, ich kaufe jetzt nichts mehr, aber ihr wisst ja, also wem erzähle ich das. Aber dieser Strang hieß Ibiza und ich habe ja eine Tante auf Ibiza. Schon sehr lang, also ich habe meine Tante habe ich sowieso schon sehr lang, aber die ist schon vor 40 Jahren nach Ibiza ausgewandert, also seit über 40 Jahren, glaube ich, lebt sie jetzt da. Und da haben wir gedacht, nee, also das ist der Strang für meine Tante Patty. Also das muss was werden für Tante Patty. Und dann habe ich mir gedacht, der stricke ich doch was. Der stricke ich ein Tuch aus diesem Ibiza-Strang. Und jetzt muss das aber ja, also meine Tante ist ja wirklich so, also die trägt auch diesen Ibiza-Look. Also das ist immer dieses, ich nenne es mal ein bisschen so Hippie-mäßig, gell? Also das, meine Tante ist jetzt 80 geworden, wohlgemerkt, aber die trägt immer nur diesen, also diese Röcke, diese zipfligen Röcke und mit viel Fransen und mit viel Zipfeln dran und sehr weit und das steht ihr auch total, also sie ist, das ist total der Look. Jetzt muss aber ja dieses Tuch, also jetzt kann ich ja da nicht irgendein Tuch stecken, das muss ja ein bisschen in diesem Ibiza-Style sein. Und da, also ein bisschen, ich nenne es jetzt auch diesen, bisschen diesen Bohemian-Style, ja. Und wie soll ich das sagen? Also, also wer das kennt, ihr wisst Bescheid. Also auf jeden Fall haben wir jetzt gesagt, das muss jetzt irgendwie dazu passen. Und mir ist da eigentlich gleich dieser Hipster eingefallen von der Hochi. Das ist dieser Schal mit diesen, ja, überzogenen Maschen und mit diesen Fransen. Und den habe ich sofort im Kopf gehabt, weil ich mir gedacht habe, also das ist eigentlich so typisch, also den kann ich mir meiner Tante vorstellen. Also das ist, glaube ich, das passt. Also einfach mit diesen Fransen und mit diesen Löchern, wie gesagt, dieses bisschen Bohem, dieses bisschen shabby auch, ja, wie nennt man das, keine Ahnung, also Hipster halt. Jetzt ist aber das Problem ja bei diesem Hipster, also es gibt diese Anleitung, die ist allerdings für sehr, sehr dickes Garn. Also die ist, glaube ich, sogar für Aran-Stärke, nicht mal die K, sondern noch dicker. Und es gibt eine Hipster-Light-Version. Die Light-Version ist für Fingering-Garn. Mein Problem war, dass mir diese Light-Version zu klein, also die ist mir zu schmal. Die hat die Hochi geschrieben für einen Strang. Also das ist eine Einstrang-Anleitung. Wenn man einen Strang hat, dann kann man diese Light-Version stricken. Der war mir aber zu lang gezogen. Also das war mir zu wenig. Das hat mir nicht gefallen. Ich habe ja, wie gesagt, zwei Stränge gekauft von dem. Jetzt habe ich einfach diese normale Hipster-Anleitung genommen und stricke jetzt halt den Mustersatz so oft wie will. Also den Mustersatz, den kann man, das ist ja immer abwechselnd, dieses überzogene Muster und kraus rechts und dann nur ein bisschen, ich zeige es euch gleich, ein bisschen ein Musterding mit drin und das kann man einfach so oft wiederholen, wie man will. Also das strickt man halt so lang, bis man die Schalgröße hat, die man will. So, das ist die rechte Seite. Genau, habe ich jetzt angefangen.
Schau, also süßes Garn, oder? Also ich muss ehrlich sagen, jetzt wenn ich es verstricke, ich war mir jetzt nicht so ganz sicher, ob das die Farben von meiner Tante sind. Also die ist mehr so auf, ich weiß gar nicht. Das ist, sie trägt sehr viel einfach. Wobei, also sie trägt so viel wie so schwarz, schwarz und, ach das, ich glaube sie ist da nicht so. Also ich habe den Schal gestern meiner Mama gezeigt und habe ihr gesagt, dass ich die eben für meine Tante schicken will. Dann hat sie gemeint, ja das freut sie bestimmt. Und wenn meine Mama sagt, das geht, dann geht das. Die wird ja Schwester kennen. Also, da habe ich jetzt diesen Hipster angefangen und ich finde es echt süß. Also, dieses Muster, das ist auch wirklich, also das ist ganz einfach zu stricken. Und hier zwischendrin kommt da immer nochmal so ein rechts-links-Musterteil. Also, das ist nicht nur, das sieht man auf dem Foto leider nicht, das ist nicht nur kraus rechts, kann man auch. Also, wenn man sagt, ich will das dazwischen nicht stricken oder das quält man nicht, kann man das auch machen, aber da kommt nur so ein bisschen Rechts-Links-Muster und das finde ich eigentlich ganz süß und das macht den Schal ein bisschen abwechslungsreich, weil man hat hier doch dann wieder zeitlang kraus-rechts und man muss ja auf eine gewisse Größe kommen. Also ihr seht schon, ich glaube, jetzt würde der Musterteil nur einmal wiederholt, dann wäre der in dem dickeren Garn schon fertig und ich muss bestimmt, ich sage jetzt mal, mindestens 3-4 Wiederholungen stecken, damit ich auf die Größe komme, die ich will. Macht aber nichts. Also das Garn ist wirklich, also tatsächlich wirklich sehr, sehr weich. Also das hat eine ganz, ganz angenehme Haptik. Ich weiß jetzt bloß nicht, wie diese Garnqualität heißt. Die Tanja hat es im letzten Video auch gesagt. Sie hat gesagt, die ist, glaube ich, neu. Es ist auf jeden Fall diese 3-Ply. Also nicht 4-Ply, sondern 3-Ply. Und ja, cooler Stang. Hat mich richtig gefreut, das war so ein Schnellkauf, aber dachte, oh, Ibiza, muss ich kaufen. Und ich glaube, meine Tante freut das dann auch, wenn der Stang so heißt. Ja, also das wird der Hipster. Ich hoffe, sie kriegt bis Weihnachten. Also ich habe es vor, ihr den auf jeden Fall, also die Post nach Ibiza, das ist ja immer so eine Sache, gell? Also man könnte ja meinen, das ist ja doch Europa und es ist ja doch eine Insel, wo sehr viele Touristen sind. Aber ihr glaubt gar nicht, wie aufwendig es ist, dort was hinzuschicken oder beziehungsweise wie oft da Pakete verloren gehen. Das glaubt mir kein Mensch. Also meine Mama schickt ja öfter was. Meine Mama schickt ganz gern mal so Sachen wie Weißwurst nach Ibiza runter, weil die gibt es da nicht. Und tief im Herzen ist meine Tante dann doch nur der Bayer. Also was wir da schon alles importiert haben. Also Gelbwurst, Weißwurst, hauptsächlich Essen. Mittlerweile gibt es da... Also, als meine Tante da ausgewandert ist, da gab es ja nichts. Also da gab es ja nichts. Da gab es, glaube ich, sie haben außerhalb gewohnt, auch, ich kann mich nicht mehr so ganz erinnern, das war wirklich so außerhalb einer Stadt, da hatten die Apartments und ich erinnere mich da immer an diesen Pool, also dieses Apartment hieß, glaube ich, El Pulpo. Und also da war immer so eine, die hatten einen runden Pool und da war so eine Krake am Boden mit Mosaik. Und ich hatte als Kind, das war eine sehr freundliche Krake, aber ich hatte als Kind furchtbar Angst vor diesem Pool. Also weil da halt diese Krake unten war und ich erinnere mich da noch wie heute und mir ist immer so leichter Schauer. Also ich mag ja heute Kraken wirklich gern, aber ich habe mich immer nicht reingetraut in diesen Pool, weil die auch so schwarz war und ja. Auf jeden Fall, da gab es ja nicht viel. Also da gab es, es gibt da Bilder von mir, als ich auf die Welt gekommen bin. Ich glaube, meine Mama, die sind dann ein Jahr später, nachdem ich ein Jahr alt war, sind wir schon da runter und da hat man mich in so einem Eimer gebadet, also wirklich so ein 10-Liter-Eimer und da sitzt Klein Theresa sitzt da drin und wird mit dem Gartenschlauch abduscht, weil es, glaube ich, keine Dusche oder irgendwas gab. Also da hat man sich halt mit dem Gartenschlauch gewaschen, das war halt so, es war in den 80ern. Und aber schön war es. Also das war immer toll da oben. Mittlerweile wohnt meine Tante ja auch stadtnah, sie arbeitet ja auch nicht mehr, also ist jetzt in Rente, aber sie wohnt da in einer kleinen, also ich glaube, es ist, glaube ich, sogar die zweitgrößte Stadt auf Ibiza. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wohnt sie jetzt da und hat da eine Wohnung. Und da gibt es auch Strom und fließend Wasser. Und ja, wie gesagt, also mit der Post, das ist echt schwierig. Meine Mama versucht immer wieder, da was runterzuschicken. Und also entweder kommt es kaputt an oder es kommt gar nicht an oder es kommt ein halbes Jahr später an. Also ich habe jetzt schon gesagt, mit Essen, sie soll bitte kein Essen mehr reintun, weil das ist echt schwierig. Und darum habe ich auch ein bisschen Angst um diesen Schal. Vielleicht kann ich den irgendwie per Briefpost oder so schicken. Vielleicht ist das sicherer. Ich habe keine Ahnung. Es ist auch wahnsinnig teuer, da was auf die Insel zu schicken, also diese Postpreise. Abgesehen davon wissen die teilweise auf der Post gar nicht, wie man das frankiert, damit es auf der Insel ankommt. Was soll man sagen? Also, schwierig, schwierig. Vielleicht kommt sie auch irgendwann mal. Mal gucken. Dann kriegt sie den. So, also das war der Hipster-Scholl. Und dann habe ich noch mal was in Planung.
Und zwar habe ich, hat mich die Jenny von Wolliges geplaudert, die hatte in Kassel dieses Shorty mit dabei. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Das ist, ich habe es ja ausgedruckt heute, weil ich bin ja vorbereitet. Also das ist dieses Shorty von Anne Wenzel. Ich habe gar nicht aufgeschrieben, von wem das ist. Ach, schau. Also Anne Wenzel, Wenzel Knit heißt das Ganze. Die Anleitung gibt es auch auf Deutsch, weil hier steht Deutsch. Gibt es aber auch in Englisch, also für mich. Und das ist dieses Shorty und da finde ich dieses Muster sehr süß. Und das hat eben die Jenny dabei gehabt und das hat mir sehr gut gefallen, dieses Top. Und da gab es, glaube ich, jetzt auch einen Karl irgendwie auf Instagram. Da haben ganz viele das geschickt und ich finde das eigentlich sehr schön. Und ich habe mir gedacht, ja, nett, aber nicht in Weiß. Also ich finde das in Weiß auch cool, aber ihr kennt es mich. Also ein bisschen Farbe brauche ich. Auf jeden Fall habe ich dann mir die Anleitung runtergeladen, weil ich da eigentlich was... was habe ich denn da geplant? Also ich habe da ein ganz anderes Garn geplant, auf jeden Fall. Also erst habe ich mir gedacht, vielleicht wäre das ja auch was für das. Und dann haben wir gedacht, nee, ich schaue doch was nach was anderem, vielleicht doch eher einfarbig. Auf jeden Fall lade ich die Anleitung runter und dann steht da, man braucht zwei Garne. Weil sie nimmt da ein Beilaufgarn mit dazu. Ich weiß es nicht, ob es ein Mohair-Garn ist, also auf jeden Fall so ein dünnes Beilaufgarn mit dazu und dann wird das Ganze wieder ein bisschen dicker wie Eisfingering. Oh, dann habe ich mir schon gedacht, toll, ich habe jetzt aber keine Lust, einen Sommertop mit dem plüschigen Beilaufgarn zu stricken. Abgesehen davon habe ich momentan kein Beilaufgarn übrig, das ich mitlaufen lassen könnte. Und das vielleicht nicht so heiß ist. Dann habe ich das erst wieder weggelegt. Dann habe ich eine Maschenprobe gemacht mit einem Garn von Bohai. Das hat mir aber leider nicht gefallen. Also das hat mir vom... Das hat mit dem Muster nicht harmoniert. Dann habe ich das Ganze wieder aufgedreht. Dann habe ich mir gedacht, dann bin ich wieder dran gesessen. Dann habe ich gedacht, toll, habe ja nichts zum Stricken. Jetzt kann ich das nicht anfangen. Und dann habe ich mir gedacht, vor längerer Zeit schon mal so ein bisschen angefangen, meine Stricktaschen aufzuräumen. Bin aber noch nicht weit gekommen. Und dann habe ich die, könnt ihr euch mal daran erinnern, vor Jahren habe ich mal angefangen, diese Jacke Alesha von der Claudia Wersing. Und die habe ich nie weiter gestrickt, weil eigentlich... mir hat das dann nicht so gefallen und ich habe dann keine Lust mehr gehabt und die habe ich nicht weitergestickt. Und das war auch aus einem sehr teuren Garn und zwar aus dieser Mystic Silk Light von Fiber Passion. Das ist ein Seide- und Wolle-Garn, also Maulbeerseide und Wolle 50-50. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich schade drum, gell, aber diese Jacke Alesha, die stricke ich in meinem Leben nimmer und ich trenne die auf. Dann habe ich angefangen, die aufzutrennen, dann habe ich mir gedacht, ach so ein Mist. Die war doppelfädig gestrickt, also die habe ich mit zwei Fäden gestrickt. Dann hat sie das die ganze Zeit verheddert, weil da wird permanent mit verkürzten Reihen gearbeitet. Dann habe ich schon wieder keine Lust gehabt, das aufzutrennen. Und dann ist mir vorgestern, denke mir, ja, Herrschaft, also dafür brauche ich zwei Garne und die Alesha hat auch zwei Garne. Merkt ihr selber, gell? Also ich bin daheim und dachte, das ist ja geil. Dann trenne ich das gleich so auf, dass das zwei Fäden... Also, dass sie die Fäden gar nicht mehr auseinander nimmt, sondern gleich beide wickelt. Also, das sind jetzt hier beide Fäden. Tada! Und schon habe ich ein Garn. Also, ich habe mich gleich gefreut. Aber da muss ich jetzt erst eine Maschenprobe machen, ob das von der Dicke her hinhaut. Die ist nämlich ein bisschen dünner als Fingering. Da steht Nadelstärke 2,25 bis 3. Also, die hat 440 Meter auf 100 Gramm. Und die ist ein bisschen dünner. Also ich glaube, das müsste ganz gut hin. Und so vom Maschenbild her, wie die Alesha war, glaube ich, müsste das gehen. Aber da muss ich tatsächlich eine Maschenprobe machen, weil ich von der Frau Wenzel hier noch nichts gestrickt habe. Und dann mache ich immer eine Maschenprobe. Also ich muss ehrlich sagen, bei Christine Joel zum Beispiel, wo ich schon so viele Tops gestrickt habe, da mache ich keine Maschenproben mehr, weil da stecke ich Größe M und gut ist. Also da weiß ich, wie das funktioniert. Und nein, im Prinzip ist mir es auch wurscht, wenn so ein relativ gerades Top oder so, wenn das jetzt nichts Besonderes ist oder kein neues Muster oder so, dann sitzt es halt mal ein bisschen weiter oder ein bisschen enger. Das ist nicht so schlimm. Aber gerade bei so neuen Anleitungen, da mache ich dann schon die Maschenprobe, zumal diese Maschenprobe hier im Muster auch gemacht wird. Also das ist auch ein relativ einfaches Muster, also das wird ja auch immer wiederholt.
Und das möchte ich, also eventuell möchte ich das heute noch anstecken, weil heute ist ja, wie gesagt, doofes Wetter und ich glaube, ich mache mir heute einen Seriennachmittag. Ich bin gerade wieder am Desperate Housewives gucken. Die Serie habe ich wirklich sehr gern angeschaut. Normal bin ich nicht so auf so Frauenserien oder so, also wie heißt Sex in the City, da bin ich, das habe ich zwar angeschaut, aber das ist jetzt nicht so meins, aber Desperate Housewives liebe ich sehr und das schaue ich jetzt tatsächlich gerade zum zweiten Mal an. Ich bin aber auch ein Mensch, der sämtliche Serienhandlungen vergisst. Also für mich ist das wie wenn ich eine neue Serie anschaue, da kommt mir bloß mal so, ah ja, da war was und dann habe ich aber schon wieder vergessen, dass ich das schon mal gesehen habe. Also ich kann sowas immer wieder anschauen. Und ich glaube, das wird heute Nachmittag hier so stickflixen oder wie heißt's? Genau, also das möchte ich auf jeden Fall unbedingt ausprobieren und drum ist es, ich glaube, ich habe gar keine Nadeln. aber ja, okay. Also jetzt habt ihr wieder gesehen, was ich hier gemacht habe. Wie gesagt, bitte nochmal ein Aufruf an die Gewinnerin, hier an die Käthe, bitte melde dich wegen deinem Strang. Und dann hat mich noch eine Zuschauerin auf eine Aktion aufmerksam gemacht, auch von der Claudia Wersing, weil ich jetzt es gerade erwähnt habe. Die macht wohl jetzt wieder eine, ich weiß nicht, ob das noch läuft, ich muss ja ehrlich sagen, ich habe es nicht angeschaut, mir hat die Zuschauerin das nur erzählt. Sie hat momentan ein Video, wo sie dazu aufruft, dass man ihr Vorschläge schicken kann, was man gern stricken möchte. Und dann wählt sie da aus und dann dementsprechend macht sie dann Videos dazu, wie dieses Teil gestrickt wird. Also für alle, die sagen, ich traue mich nicht an eine Anleitung hin oder ich brauche da Hilfe dafür, da kann man Vorschläge einreichen und die Claudia Wersing macht das dann als Karl macht sie das dann immer. Und ich glaube, diese Aktion läuft nur. Also wen das interessiert, schaut es mal bitte auf dem Kanal vorbei, da müsst ihr ein Video dazu geben. Genau, und dann habe ich das auch gesagt und dann war das heute ein Shorty, ein kurzes Shorty-Video als kurzer Zwischenstand. Wie gesagt, ich habe jetzt Urlaub, ich möchte ein bisschen viel stricken im Urlaub und dann gucken wir mal, wann es wieder ein Video gibt. Alles klar, ich wünsche euch, falls ihr in Bayern wohnt oder in Augsburg und die nächsten 2 Wochen 1000 Feiertage habt, also bei uns ist ja immer, der August ist immer toll, wir haben immer am 8. und am 15. Dann wünsche ich euch schöne Feiertage, hoffentlich gutes Wetter. Also ich finde, wir haben jetzt nur mindestens 4 bis 8 Wochen schönes Wetter verdient. Das muss ja nicht gleich 40 Grad haben, aber so 30 wären schon schön. Also 30 wären schon schön, dass man mal ein bisschen was machen kann draußen. Meine Gefriertruhe ist voller Grillfleisch. Mensch, Katzen-Content, Grillfleisch. Gerade fällt es mir ein, Katzen-Content, den muss ich doch noch. Spocky war beim Tierarzt die Woche. Muss ich Ihnen schnell erzählen. Also Spocky hat ja sehr zugenommen. Also sehr viel zugenommen. Also wir, ich kann jetzt nicht sagen, wir wiegen die Katzen regelmäßig, aber wir wiegen sie ab und zu mal. Gell? Also wenn wir sehen, also irgendwas passt nicht oder da ist irgendjemand eingefallen oder ein bisschen plüschig geworden. Und dann haben wir gesagt, also der hat über ein Kilo zugenommen und der hat halt links und rechts wirklich so, puff. Also wenn er sitzt, da hat er links und rechts so Knödelchen raus. Und dann habe ich gesagt, also komm, wir lassen das jetzt einmal anschauen vom Tierarzt, weil man weiß ja nicht. Gell? Also er hat ja vorher weniger gewogen. Da war er auch etwas eingefallen, weil er ja immer hier an der Seite so Fell verloren hat. Also da war er ja teilweise wirklich sehr, sehr nackig und man hat nicht so ganz rausgefunden, woran das jetzt liegt. Man hat erst gemeint, das ist irgendwie so eine Sommerallergie, dass er da im Gras liegt und auf irgendwas allergisch ist. Hat man mal kurz Cortison gegeben, aber das hat nicht viel gebracht. Und dann haben wir gedacht, na gut, das bringt es jetzt auch nicht, wenn ich den dauernd mit Cortison vollpumpe. Dann haben wir gesagt, gut, solange er nicht ganz nackt ist oder so, dann lassen wir das jetzt. Und dann haben wir ihn ja wieder umgestellt auf Barf, also auf Rohfleisch, weil, also wir haben früher schon gebarft, das haben wir ja schon öfter mal erzählt. Dann haben wir es eine Zeit lang aufgehört, weil wir einfach, wenn wir mit ihnen wegfahren, sind halt die Dosen einfach praktischer. Und dann haben sie ja zeitlang auch mal, waren sie ein bisschen mäkelig. Und Jimmy ist dann, der durfte ja dann keins mehr fressen, weil der eine Nierenerkrankung hat, der kriegt Spezialfutter, auf jeden Fall. Und jetzt haben mein Mann und ich ja gesagt, wir fangen jetzt da wieder an, weil uns die Katzen einfach nicht satt geworden sind. Also mit diesem Dosenfutter, die waren den ganzen Tag bloß am Schein, dass sie nur mehr Hunger haben und so viel Dose konnte die gar nicht in die Nase stopfen, auf jeden Fall. Also jetzt haben wir wieder gutes Barf gemacht und ja, das Bockige, dem schmeckt es ja. Und dann ist sein Fell wieder wunderschön. Also jetzt hat er wunderschönes Fell.
nichts mehr ausgefallen, gar nichts. Also es muss irgendwas im Futter gewesen sein. Da habe ich gedacht, gut, war die richtige Entscheidung. Nur das Problem ist, dass das Boggy halt auseinandergegangen ist wie die Dampfnudel. Also es ist wirklich, der ist wirklich so dick geworden. Und der ist wirklich schwer. Also der hat jetzt über 7 Kilo. Und jetzt waren wir die Woche beim Tierarzt und gesagt, also ja, die Katze. Und dann hat sie gemeint, ja, also körperlich ist er gesund, aber er ist halt einfach zu dick. Also ihm schmeckt es halt so gut. Und die hat mir dann auch gesagt, weil ich gesagt habe, ich verstehe nicht ganz, also von diesem Rohfleisch, was sollen da ansetzen? Ja, also sagt sie, ja, das liegt am Protein. Also Katzen setzen an, wenn sehr viel Protein im Essen ist. Und das ist es halt einfach mit Fleisch. Und man kann sich das aber ausrechnen lassen, wie da der Bedarf ist. Sie hat mir dann auch ein paar Adressen gegeben und so, wo ich das ausrechnen lassen kann. Auf jeden Fall habe ich ihn jetzt, oder haben wir ihn von der Portion her jetzt runtergesetzt. Jetzt kriegt er wirklich wenig. Und Maya auch gleich mit, weil die hat nämlich auch zugenommen. Nur bei Maya, die ist halt fester geworden. Und Spocky ist ja so ein bisschen wappelig. Und Maya ist halt fest. Da merkst du einfach am Gewicht, dass die zugenommen hat. Aber bei der ist das nicht zeitlich so. Die ist halt rundrum. Also die ist viel definierter als Mädchen. Ja, auf jeden Fall haben wir die auch gleich mit auf die Ecke gesetzt und jetzt sind sie nicht ganz so glücklich, die zwei. Also er hat ja immer Hunger, er versucht auch immer zu klauen. Also was geht, wir haben ja diese Schurpad-Feeder heißen die, glaube ich. Also die, wo mit dem Chip von der Katze funktionieren. Das heißt, es kann nur die Katze an das Futter, deren Chip da drauf programmiert ist. Ja, nur Spocky ist ja nicht doof. Der hat das schon rausgefunden, dass wenn sein Bruder zum Beispiel frisst und weggeht, wenn er da ganz schnell ist und seinen Riesenkopf gegen diese Ding drückt, dann bleibt es auf. Und dann kann man da halt die Portion vom Bruder auch noch auffressen. Und da ist er echt fix drin jetzt geworden. Also der ist wirklich schon in Hab 8. Sobald Jimmy, weil Jimmy ist so einer, der frisst nicht alles auf. Der frisst ein bisschen und dann geht er wieder und dann kommt er wieder. Und auf jeden Fall, wenn man dann, also man muss wirklich beim Füttern bei uns immer dabei bleiben, weil der ist so schnell. Und Maya macht ja das Gleiche, nur die angelt. Also Maya angelt mit der Pfote alles, was wenn während der Willi frisst, angelt Maya hinten sein Futter raus und Willi schaut vorne doof. Also es ist bei uns, ich sag's euch mal. Und dann versucht man alle Katzen irgendwie getrennt hier zum Halten. Ja, und jetzt müssen wir halt gucken. Also jetzt muss ich gucken, dass Spocky ein bisschen runterkommt. Der muss jetzt am Montag nochmal hin. Ich habe das ja schon mal erzählt, der hat ja so ein bisschen so eine beginnende Herzwandverdickung, das ist rasseabhängig von, bei dem British Kurzhaar und beim Spocky ist das ja schon am Anfang und das müssen wir jetzt am Montag nochmal kontrollieren lassen mit dem Ultraschall. Also da wird ein Herzultraschall gemacht, das haben wir vor einem halben Jahr schon gemacht und da hat die gesagt, in einem halben Jahr nochmal kontrollieren, weil man sich nicht ganz sicher war, ob diese Herzwandverdickung, die er hat, von einem Infekt eventuell herrührt oder ob das eben schon dieses rassespezifische ist und das muss man ein bisschen engmaschig beobachten, weil man vom Herz, also da kriegt man erst relativ spät was mit, wenn da was ist und das ist ja nicht gut, weil wenn man Herzprobleme hat, dann kriegen die sehr schnell Wasser. Das war auch ein Grund, warum ich das jetzt einfach mit dieser Gewichtszunahme abgeklärt habe, weil es hätte ja theoretisch auch sein können, dass er irgendwie vom Herz her Wasser in der Lunge hat oder irgendwas. Und da, das ist, aber das ist es nicht. Auf jeden Fall kontrollieren wir das jetzt nochmal am Montag. Jawohl, das wollte ich euch nur kurz sagen. Das war der Katzen-Content dieser Folge. Mehr gibt's nicht. Ich berichte dann beim nächsten Mal, was rauskommen ist bei der Herzuntersuchung. So, jetzt lasse ich euch aber und jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wie gesagt, an alle schöne Ferien, schönen Urlaub, was ihr auch immer habt. Und dann sage ich Tschüss und Servus bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!